So, herzlich willkommen zurück. Was ist das denn für ein scheiß Kampfsystem, was dieses Spiel hat? Es ist basically kein Kampfsystem, es ist einfach nur zwei Tasten, die dir zur Verfügung stehen. Das wollte ich nicht. Boah, fick dich. Mach mir halt schon nicht Damage, bevor ich überhaupt bei den Gegnern bin. Alter, jedes Mal diese Sequenz mir angucken, Alter, ich werde wahnsinnig. Wer schleicht sich hier in der Dunkelheit herum? Zeig dich und stirb! Ja. So. Du hast den Schalter nicht gedrückt. So, ich versuche jetzt mal was. Sobald er seinen komischen Angriff auflädt, ich habe ihn getroffen. Was scheinbar gar nicht passieren wird. Danke. Verreck einfach nur. Holy shit. Jetzt hat er auch viel Blut in sich. Boah, war das anstrengend. So. Noch so irgendwas Nettes hier. Das ist ein Checkpoint. Das war vielleicht ein nerviger Kampf. Ja, das Kampfsystem stinkt halt echt ein bisschen. Also ich kann ja irgendwie ausweichen und ich kann blocken, aber das ist halt auch so arschlahm alles. Sämtliche Funktionen hier, sodass einfach alles eklig ist. So, jetzt muss ich nochmal aufmachen, weil ich posen wollte. Guckst du so, Arschloch. Ah, ich bin so im Modus schon. Ach ja. Gähnen. Es ist spät. Oh. Hier hätte man Nebel benutzen können. Naja. Muss ja auch nicht sein, ne? Da passiert. Wir werden es rausfinden. Aber erstmal muss ich mich noch weiter umschauen, auch wenn das wahrscheinlich der richtige Weg sein wird. Und da kam ich auch, ne? Bad City Reformatory. Reformation. Ist es ein Knast? Ist es eine psychische Anstalt? Irgendwie sowas scheinbar. Na gut, dann gehen wir mal. Quick. Gar nicht das Schwert von dem eben mitgenommen, ich Arsch. Welche arme Seele wagt es, mich bei meinem Mahl zu stören? Jemand, der deinen Durst und dein Los teilt.
Ah, eine Stimme aus der Vergangenheit. Dann stimmt es also. Kain schleicht wieder durch Nosgoth. Woher kennst du mich, Kreatur? Wie gerne würde ich dich auf der Stelle vernichten. Leider muss ich verschwinden. Gute Nacht. Warte. Gute Nacht. Jede Ecke anschauen. Irgendwelche Körperteile, wa? Lecker, lecker. Wenn du den schon nicht aussaugst, dann nehme ich wenigstens seinen Restblut, ne? So, okay. Bleib stehen, du Wicht. Ich hoffe, dass wenn ein Bosskampf gegen ihn kommt, es vorher nochmal einen Checkpoint gibt, damit ich mir nicht jedes Mal wieder seine Sequenz da angucken muss. Kann ich auch, mein Freund. Oh. Hi. Ihr könnt ja zum Glück nichts. Ich denke mal, er ist da eingesprungen. Ich weiß nicht, wohin sonst. Juhu. Wobei, nee, warte mal, Bosskämpfen startet man ja immer direkt beim Kampf. Ich hatte ein opulentes Mahl. Du bist ein schäbiger Mörder. Du setzt mit derartigen Aderlässen dein Leben aufs Spiel. Nicht mein Leben ist in Gefahr, Kain, sondern deines. Dann dienst du also den Sarafanen. Ich diene nur mir selbst. Ah, ich hatte schon fast vergessen, wie sehr ich deine Arroganz hasse. Es wird mir eine Freude sein, dich zum Schweigen zu bringen. Wir werden uns wiedersehen. Schon bald. Mich beschleicht das Gefühl, dass er recht haben könnte. Dass wir uns in der Tat bald wiedersehen. Plopp. Einfach hier runter, wa? Da oben ist eher so kein Weg. Pop. Nächster Checkpoint. Jetzt sind sie aber nett mit den Checkpoints, ne? Was ist das? Book Depository. Ich habe mittlerweile auch verstanden, dass man die Türen auch sieht, wenn da jemand rein kann, weil die einen Henkel haben. Warum kann ich hier rein, wenn hier nichts ist? Für die Atmosphäre? Ich weiß es nicht, aber hier ist halt absolut gar nichts. Ach ja. Komische Spielchen manchmal. Oh. Ach so, warte mal. Kann man deaktivieren hier? Muss ich wahrscheinlich sowieso. Oh. Ja, wenn das hier so rumliegt. Schickes Bild. Ihr wollt mir doch bestimmt gleich wieder direkt auf den Sack gehen, ne? Ja, was ist doch. Er konnte seinen Satz noch nicht mal zu Ende sprechen. Ach ja. Southgate Road. Da könnt ihr wahrscheinlich rüber, ne? Mit den Kisten. Gucken wir mal kurz ins Hillhaus. Never mind, Room is open. Na dann. Ja, hoffen wir mal, dass es jetzt so ist. Und ich die Kiste da auch noch kriege, aber. Wenn ich es auch noch. Und, haben wir genug? Ja! Das steigt echt ein bisschen lächerlich an, nur muss man sagen. Okay, ich glaube, ich hätte es da oben holen können. Schon. Fast. Glaube ich das. Warum sollte ich die einklappen wollen?
Da bringt mir auch die ausgeklappte Brücke nichts. Hoffe mal, dass ich verrecke, sodass ich es nochmal versuchen kann mit den, mit der Kiste. Nicht wirklich. Ah, die schwimmt auch, die Kiste. Es ist jetzt die Frage, wofür ich die brauche, finde ich. Das würde mich jetzt mal interessieren. Da brauche ich den wieder rauszukommen oder so. Nee. Muss ich hier rein? Wow. Die Lampe ist im Weg. Ach ja. Warte, warte, ich glaube, ich verstehe, was ich tun muss. Ja. Okay. Jetzt ist Wasser wieder rein. Wir wollen noch den. Achso. Ich wollte sagen, den Sprung rüber schaffen, aber warte mal, kann mir noch einfacher machen hier. Jetzt stößt die Brücke die Kiste darüber, habe ich recht? Never mind. Achso, aber sie ist jetzt oben auf jeden Fall, die Kiste. Ist ja auch okay. Nehme ich auch. Gott. So, also mal richtig platzieren hier. Flop. Ich schieb's jetzt einfach mal da rein, denn ich denke mal, da muss es hin, ne? Okay, ganz simpel. Cool! Ah, oder jetzt ist... Ah, jetzt ist über in der Stadt alles aus. Alright, ist doch herrlich. Jetzt kann ich mir alles holen, was ich mir holen will. Zum Beispiel diese Kiste da. Blue Lady. Ah, da sollten wir hin, ne? Weiß nicht mehr ganz genau, mit wem wir uns da eigentlich treffen wollten. Oder was da jetzt genau abging. Aber ja, da sollten wir hin. Wahrscheinlich müssen wir in Southgate, oder? Southgate. Ich habe nicht ausgesprochen. Southgate, wollte ich sagen. Naja, so gönnt mir auf jeden Fall die Kiste hier, ist ja klar. Keine Ahnung, ob ich da nochmal irgendwann hinkomme. Blue Lady Curious. Da sollen wir hin. Dann gehe ich doch erstmal dahin. Ach so. Vergesst, was ich sagen, was ich sagen wollte. Vergesst einfach alles. Hallöchen. Ich bin da. Wer noch? Wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was wir hier jetzt eigentlich machen sollten oder was hier los war, aber irgendwie fiel dieser Name, das weiß ich noch. Vorador, der reformierte Sado-Hedonist. Ich hatte ihn schon einmal getroffen. Bevor er Patriarch wurde. Schon damals hatte ich nicht gewusst, ob ich ihm trauen kann. Ah ja, der Vater aller Vampire. Wer sonst sollte den Widerstand anführen? Ich fühle mich geehrt, Vorador. Spar dir deine falschen Höflichkeiten, Kain. Allein die Not macht uns zu Verbündeten. Trotzdem, willkommen im Heiligtum. Dein altes Schloss war prunkvoller. Aber ich nehme an, damit müssen wir leben. Es erfüllt seinen Zweck.
Wir haben wenig Zeit. Die Sarafanen werden von Tag zu Tag mächtiger. Bald haben sie all unsere Schlupfwinkel zerstört. Wir stehen wieder einmal vor der Vernichtung. Das dachten sie schon einmal. Und du hast sie Lügen gestraft. Du hast eine neue Rasse erschaffen. Etwas, das ich niemals vermocht hätte. Und wenig später hatte ich meine Armee. Nun sind wir gespalten. Und am Ende. Dann unternimm etwas. Erschaffe neue Vampire. Man braucht viel Zeit und Energie, um einen Vampir zu erschaffen. Ich bin nicht stark genug. Nein, Uma hat es dir bereits gesagt. Wir müssen Lord Sarafan töten. Wenn er tot ist, wird ihre Macht versiegen. Du bist weit gekommen, Kain, und du hast dich als unser wichtigster Verbündeter erwiesen. Wir müssen unseren Angriff vorbereiten. Borador! Was ist? Es ist schrecklich, verzeiht mir, Gebieter. Uma wurde gefangen genommen. Gefangen genommen? Wie? Sie hat das Hauptgebäude im Industrieviertel durchsucht, wie ihr befohlen hattet. Ich stand vor dem Haus Wache. Sie hat mir zugeflüstert, dass sie etwas Wichtiges gefunden hätte. Was denn? Keine Ahnung. Bevor sie es mir sagen konnte, haben die Sarafanen sie entdeckt. Ich wollte ihr helfen, aber überall Wachen. Ich konnte nichts tun. Sie sagten, sie würden Uma in die Festung der Sarafanen bringen, um sie hinzurichten. Nein! Dann haben sie mich entdeckt und ich musste fliehen. Vergib mir, Borador. Ich muss wissen, was sie entdeckt hat. Wir müssen ihr vor allem das Leben retten, Kain. Ja, natürlich. Ich soll sie also retten, Gebieter? Ein Vampir, der sich der Festung nähert, würde sofort entdeckt. Du kannst dich allerdings tarnen. Der Haupteingang der Festung wird schwer bewacht. Sprich mit dem Bischof von Meridian. Bischof ist auf unserer Seite? Die Aussicht auf Unsterblichkeit kann sehr überzeugend sein. Vor allem für einen Bischof, dessen Glaube an das Leben nach dem Tode nicht sehr groß ist. Der Bischof kennt einen geheimen Eingang in die Festung. Du findest ihn in der Oberstadt. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe. Dann lässt er dich in die Festung. Und wenn Uma bereits tot ist? Dann stirbt ihre Entdeckung mit ihr. Und mit ihr unsere Hoffnung. Geh jetzt, Kain. Finde den Bischof. Du hast Umas Leben in der Hand. Wie uns alle. Oha! Hoppala. Oh Gott, ich dachte, das Spiel wäre abgestürzt. Kapitel 4. Die Oberstadt. Eine Frage des Glaubens. Es gibt sogar schon U-Bahn. Geil. Okay. Oh, ich habe eine neue Rüstung. Ich gebe dir einen guten Rat. Geh schleunigst nach Hause. Auf den Straßen hier treiben sich Vampire herum. Der Mann meiner Schwester hat letzte Woche einen ausgesaugten Toten gesehen. Und wenn dich die Vampire nicht erwischen, musst du den Wachen erklären, was du in diesem Viertel zu tun hast. Das könnte sehr unangenehm werden. Und jetzt ab mit dir, schnell. Hast du mir mal ins Gesicht geguckt? Nimm mich Ruhe. Na gut. Checkpoint. Ganz wichtig. Ja, geil. Okay. Vorador. Ja, der war auf jeden Fall auch schon im Blood Omen 1 ein Thema. Ich muss gestehen, dass ich gar nicht mehr genau weiß, was sein Auftrag damals war. Ja, aber da war auf jeden Fall Vorador's Schloss unterwegs. War er auch ein Wächter der Säulen? Nee, ergibt ja keinen Sinn. Wir haben ihn ja nicht gekillt. Ja, ich glaube einfach der Obermufti der Vampire. Wir hatten auf jeden Fall irgendeinen Groll gegen ihn. Also wir waren nicht ganz so koscher mit dem, glaube ich. Ich muss es nochmal in Erfahrung bringen. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Die Tore werden nachts geschlossen. Verschwinde. Ja. Bla bla bla. Labern. Kann ich auch alleine. Mach ich jeden Tag. Und lass dann auf YouTube hoch. Ja, da müssen wir wahrscheinlich schon hin, ne? Ich meine, die Folge ist jetzt eh vorbei, aber ich kann mich ja schon mal ein bisschen umschauen hier, ob ich schon mal den Weiterweg finde. Haut ihm einfach eine rüber. Was ist das denn, du Arschloch? Jetzt habe ich keine Waffe mehr. So. Drecksack. Ja. Müssen wir wohl da nach unten, ne? So, die Gerüchte sind also wahr.
Markus, mein alter Freund. Wie kommst du darauf, Kain? Wir waren nie Freunde. Willst du unser Wiedersehen mit alten Geschichten trüben? Ich gebe zu, dass unser letztes Treffen unerfreulich war. Du hast versucht, mich zu töten. Ist mir offenbar nicht gelungen. Ich war dir zu mächtig. Du wusstest, dass ich stärker bin als du. Hast du mich deshalb angebettelt, an deiner Seite gegen Noskott in die Schlacht zu ziehen? Angebettelt? Ich habe nie gebettelt. In deiner Arroganz hieltst du mich für tot, doch ich war stärker, als du dachtest. Ich kroch aus meinem Sarg und floh in ein Versteck. Das ist der Markus, den ich kenne. Nach dem Sieg der Sarafanen erkannte ich, dass mein Schicksal untrennbar mit Lord Sarafan verbunden ist. Also bot ich ihm meine Dienste an. Ich habe dich immer für einen verlogenen, feigen Opportunisten gehalten. Wirklich schade, dass meine Schlamperei so großes Leid verursacht hat. Dieses Mal wirst du wirklich sterben. Das verspreche ich dir. Nein, Kain, du unterschätzt mich schon wieder. Wir beide haben sehr unterschiedliche dunkle Gaben. In den Jahren deiner Abwesenheit hat sich meine Macht um ein Vielfaches vergrößert. Ich weiß, dass ich alle lebenden Wesen meinem Willen unterwerfen und zu willigen Sklaven machen kann. Du wirst vor mir knien, Kain. Und Lord Sarafan wird über meine neuen Sklaven mehr als erfreut sein. Und jetzt unterwirf dich! Was? Unmöglich! An welchen Wesen hast du deine Fähigkeiten denn erprobt? An dummen, sterblichen Narren, die nur Huren und Schmutz im Kopf haben? Ich bin für deine ach so große Macht wohl zu stark, wie? Egal. Immerhin konnte ich deine Gedanken lesen. Du suchst den Bischof von Meridia, nicht wahr? Er hat wichtige Informationen für dich. Guter Trick. Du wirst diese Informationen niemals bekommen, dafür sorge ich. Vielleicht findest du den Bischof, Kain. Aber wenn es soweit ist, wird er tot sein. Nicht, wenn ich ihn zuerst finde. Oh oh. Okay. Das Gespräch hätte ich jetzt nicht erwartet. Dass es jetzt noch mal so lang geht, aber gut. Ja, ich sag mal danke fürs Zusehen und ich hoffe, ich denke dran beim nächsten Mal, weil ich mach das Spiel jetzt aus, da offscreen nochmal eben hinzugehen und die Cutscene nochmal eben anzugucken, damit wir nicht beim nächsten Mal da wieder mehrere Minuten verlieren, ne? Ja. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.